Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. So, ich habe wieder unseren Laden verlassen. Ich habe ein paar Tränke gemacht. 71 Stück konnten wir herstellen. Also ich glaube, unsere Helden sind dann jetzt ziemlich gut versorgt mit unseren Waren. Und ich muss glatt lachen. Wir sollten hier ja ein bisschen uns umschauen. Da sehe ich jetzt unten auch, ich habe es richtig vermutet gehabt für mich selbst. Hier sieht man halt die Schlüssel. Ich komme, glaube ich, gerade nicht hin, oder? Also da unten, ne? Da haben wir den Waldtempel jetzt geöffnet mit dem Schlüssel, mit dem Besiegen des Golemkönigs. Also sehr, sehr gut. Wir kommen gut voran. Wir sollten auch mal den Schmied hier besuchen. Servus, Herr Schmied. Ja. Das wissen wir, glaube ich, eh schon, dass wir hier die Sachen erst freischalten müssten, um dann das zu kriegen. Ich sehe gerade, wir könnten das herstellen. Müssen wir wieder ausrechnen. 8, 14 und 3. Jesus, Mutter, wäre das für uns was Gutes? Ich glaube, ne? Wir haben nur den da. Im Walddungeon könnten wir uns dann zu dem, also das hier ausrüsten lassen, das wäre billig. Ah, das ist gar nicht teuer. Auch teuer. Boah. Aber wir können uns echt überlegen, ein bisschen solches Equipment zu kaufen und das dann den, ja, den Helden weiter zu verkaufen. Ich müsste aber ausrechnen, ne? Also hier hatten wir diesen Kopf. Ich schreibe mal hin, Kopf. Der darf nicht unter 1320 fallen, ne? Dann haben wir hier, ich muss mir das echt mal aufschreiben, 6, 12 und 3 braucht man, ne? Also 6, 12 und 3. Bist du narrisch. Das ist halt schon ein teures Zeug, ne? Stoff hätte ich zu wenig. Oha. Nein, warte kurz. Bevor ich das herstelle, muss ich mal schauen. Ich habe das gar nicht mit, ne? Ist wurscht. Brauchen wir gar nicht. Fällt mir gerade ein. Da reicht ja das. Golem. Wald, Golem passt. Dieser Hartstahl war dabei, ne? 300 Himmelsseiten. Ich denke mal mit 280, denke ich mal, wird das billigste sein. 290. Bist du gescheit. Was war da noch? Ich habe es jetzt vor der Schock vergessen. Ich glaube, das hier, ne? Mit 160. Ich glaube, das war da herunten. 160. Und was war noch? Ich muss kurz nachschauen. Entschuldigung. Tut mir gerade leid. Bin voll schockiert. Also. Ach ja, der normale, das normale Eisen, ne? Da oben sind es mindestens 290. Ich glaube, ich kann bald einen Taschenrechner rausholen. Und dann haben wir noch den normalen Stahl. Der war aber nicht so teuer, glaube ich. Der war mit 25 recht gut dabei, ne? Ja, 20 mindestens. Tun wir auch bei 20. So. Moment, ich nehme kurz mal mein Handy, dann ist es leichter zum Rechnen. Das ist gar nicht so einfach, ein Händler zu sein, ne? Man muss da echt voll mitkalkulieren und aufpassen, dass man nichts unter Wert verkauft. Hier haben wir den Rechner. So, also 6 mal 290, das wird das Mindeste sein. Bist du deppert, das ist eine teure Geschichte. 1200, dann 12 mal 20. Stimmt das? Nicht jetzt? 12 mal 20. Ja, stimmt wirklich. 240. Dann haben wir 3 mal 160. So, 480. Dann 240 und 1027. Mindestwert 2440. Ja, könnte man machen. Könnte man machen. Nehmen wir das, stellen wir mal das eine auch noch her. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht kriegen wir das. Also ich hoffe, dass wir das Geld zurückkriegen. Also das war der hier, ne? Dieser Kopf. Zweimal Kopf. Halt. Das war Kopf. Rüstung. Das ist Kopf. Stahlhelm. Ja, passt schon. Ja. Dann würde ich sagen, stellen wir den her. Ja, wobei ich schon überlegen bin, ich meine, Geschwindigkeit lässt nach.
ist halt schon scheißlich. Aber wir hätten ein bisschen mehr Rüstung. Ah, das passt schon, was wir haben, oder? So, stellen wir das mal her. Oh, das wäre halt schon cool, ne? Aber wir haben nur den da. Den Eisenhelm. Weißt du was? Ich ziehe den stärkeren an. Und den schwächeren verkaufen wir. So machen wir das. Weil da ist ja auch eine Verzauberung auch drauf. Das Beste nur für mich. Na. So machen wir das. Da müsste ich jetzt aber nachrechnen. Verzauberung. Da müsste ich jetzt noch schnell nachrechnen. Sehr gut. Was diese Materialien für den Helm gekostet haben, ne? Ich meine, ich werde wahrscheinlich das Geld nie wiedersehen, das wir hier eingesetzt haben, fürchte ich. Stimmt, und 4000 müsste ich noch dazu oben drauf rechnen für die Herstellung eigentlich, ne? Also es wäre wirklich schlauer, solche Sachen für uns herzustellen und das Alte, was wir nicht mehr brauchen, das dann herzugeben. Wenigstens den Materialwert, das wir zurückkriegen, ne? 4 Stoff, 4 blaue Kugeln, Dingens und 3. 4, 2, 3. 4, 2, 3. Das dauert jetzt zu lange, ich weiß, tut mir leid. Stoff. 200 Minimum. Das ist aber mit 4, ne? 4 mal 200. Dann war irgendwas mit Blau. Glaube ich, das hier zweimal, glaube ich nur, ne? Zweimal 80 und da war noch irgendwas. Ich glaube, eh diese Golem-Dings da oben, ne? Diese Gießereireste, das meine ich, 120 wäre sie wert. Warte kurz. Ja, 120, dreimal. Da haben wir 800, da haben wir 1000, ja, 160 meine ich. Dann 0, 6, 3, 360, das sind 12, das hatten wir schon mal, ne? Das sind auch 1320, ne? Minimum. Okay, passt. Dann gehen wir mal verkaufen. Ich gehe jetzt mal pennen, weil wir gehen sicher nicht mehr in einen Dungeon. Was mache ich mit so viel Tränke? Alter, Sale hau ich denn sicher nicht. So. Ding, ding, ding. Alles voll. Hat hier noch was Platz drinnen dabei? Ja, 3 lassen wir mal. Das Ding nehmen wir auch mit. Die 4 tue ich da oben hin. Die 4 Tränke. So. Das muss ich noch mitnehmen, stimmt. Und schauen, ob das noch irgendwo Platz hat. Wahrscheinlich nicht. Schaut recht schlecht aus. Schaut schlecht aus. Ja. Ah, hier haben wir noch was. Okay. Den Rest schmeiße ich dann wieder oben rein, derweil, bis auf die 3, die brauchen wir. Die können wir sicher ohne Bedenken verkaufen. Ich habe noch keine Ahnung, was das wert ist. Okay. Ich würde sagen, wir fangen hier mit der Truhe an. Das soll eigentlich unsere Reservetruhe sein. Ich würde sagen, ich mache oben gleich mal alles voll mit Tränke. Dann machen wir hier weiter. Alles, was so 5er und 10er Stapel ist. Und Waffen und so ein Graffel, das nehmen wir mal mit. Hier Zetteln. Hat das noch ein zweites Fach? Nicht, ne? Dann hier, schauen wir hier noch Schönes. Das und das und das, das und das. Geht sie nicht mehr aus? Okay. Dann würde ich sagen, schlafen gehen wir mal. Genau, richtig. Gutes Nächtle, damit es Tag wird. Und dann lassen wir auch gleich die Kunden rein, ne? Für Sale. Ich weiß gar nicht, ob ich was für Sale habe. Stimmt, das hätte ich nämlich ganz vergessen. Ja, die Schränke sind die Sachen hier, ne? Dann müsste ich hier ein paar Zetteln oder so derweil mal weggeben. Und dafür das hier mitnehmen. Diese Ranken und so weiter, diese Billigsgeschichten, die können wir eigentlich schon im Sale verkaufen, ne? Das ist eh wurscht. Hauptsache die Leute haben da was.
So, glaube ich, das ist auch nicht so viel wert. Haben wir mal den Sale-Stand voll und dann schauen, was noch Platz hat. So, zack. Servus. So, nur nicht verdrücken. Das und das. Ja, da hätten noch mal so viel Platz. Und dann passt das, glaube ich, schon. So. So, such. Da. Das da können wir auch. Was bietet sich noch an? Der da unten. Nehmen wir noch einmal sowas mit. So, das müsste passen. So. Tut mir leid, dauert immer ein bisschen, ne, das Ganze. Aber wir brauchen noch einen schönen Verkaufsstand. So. Das passt schon mal. So. Und wir nehmen jetzt wieder mit das. Na, das nicht, das ist nur ein Dreierstapel. Schuh und weg. Das können wir mitnehmen. Und den nehmen wir mal mit. So ist gut. So, wie schauen wir aus? Ja, können wir lassen. Alles fein. So. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir es doch mal an. Haben wir, warte, ich will nur eins schauen. 5, 5, 5, ja, das passt alles gut. So, dann hereinspaziert die Herrschaften. Wir haben wieder geöffnet nach, glaube ich, einer Woche oder so. Bitte rauben Sie uns aus. Na, Spaß. Nehmen Sie alles mit. Ich habe vergessen, die Preise zu kontrollieren, oder? Ich doof, Frau. Na, das hatte ich schon gemacht, ne? Dann passt es schon. So. Oh, da freut es sich. Scheiße, ich habe das zu billig verkauft, glaube ich. Ups. Danke. Wow, kann ich mir mehr trauen? Hätte jetzt nicht denken, ehrlich nicht. Was haben wir für den Helm haben wollen? 1320 plus 4000 sind 5,3. Machen wir mal mit 6000. Wow, mit 6000. Damit wir überhaupt noch ein bisschen einen Gewinn machen, vielleicht. 2000 ist, weiß man nicht, ob das passt. Oh, da kommen sie alle. Ich will das haben. Ich will das haben. Und ich will das haben. Und ich das und das und das. Schön. Tränkelein, das traue ich mich auch. Ah, das ist zu teuer. Echt wahr jetzt? Gratler. 6000 sind ihm zu teuer. Dann machen wir. Wow. Mach mal 5,8. Vielleicht mag er es dann nehmen. Boah, da kommen sie, ne? Nehmen mit. Mitnehmen. 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 Sehr schön. Und die nächste Ware. So, einmal Tränkelein, dann wieder so ein Fetzen. Das ist, glaube ich, ein anderer. 2000 hat der gefallen, glaube ich, ne? Ah, das weiß ich noch nicht. Okay. Dann hier. Ah, ich habe... Na, passt schon. Die Keule. Die haben wir letztens für 300. Also sind wir die losgeworden. Das war ein guter Preis. Dann machen wir jetzt 350, damit sie gleich einen Grausen kriegen, die Leute. Das habe ich keine Ahnung, was ich dafür verlangen soll. Ich versuche es mal mit 4000. Hoppala. Dann hat noch... Ah, da ist ein Dieb. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich sehe den Dieb. So, das können wir auch gleich reinschmeißen. 300 ist ein guter Preis. Nehmen wir 350. War das richtig? Ja. Na, du Gauner. Ich sehe dich. Ich sehe dich, du Gauner. Na? 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 Hab dich. So. Und gleich wieder zum Verkaufen schieben. So, Entschuldigung, Entschuldigung. Verzeihen Sie bitte, dass Sie warten müssen. Danke für den Einkauf. Dankeschön. Dankeschön. So, ist gleich abgehauen mit dem... Ah, ein hinniger Knüppel, den brauche ich unbedingt. Den nehme ich mit. So. Schön. Der war nur ein 100er jetzt wert. Da machen wir gleich 110. Und hier...
sind wir eigentlich gut unterwegs mit 110. Ich werde es mit 111 probieren. So. Da unten. Da tun wir das hin. Können wir auch mit 111 probieren. Ja. Sale, da ist alles weg. Komplett leer. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Unglaublich, oder? Dankeschön. Dankeschön. Ah, das ist ein Dieb. Ich sehe dich. Du Gauner, du Schuft. So, das gehen wir weg. Und das können wir auch ruhig nochmal weggeben. Da habe ich aber jetzt den Preis nicht geändert, ne? Auf 3,50. So, schon besser. So, du Gauner. Ich mache mich schon mal bereit. Na, da, hab dich. Tschüss, Gauner. So, schnell aus, also schnell wieder zum Verkaufen geben. So, ob das jetzt, hoppala, mit, na, das wollte ich so nicht. Ich wollte jetzt nur mal schauen, ob das jetzt klappt mit 3,50, 500. Dann würde ich sagen 600 und da nochmal 3,50. So, Entschuldigung fürs Warten. Danke für den Einkauf. Danke für den Einkauf. Vielen Dank für den Einkauf. So. Ah, da ist hier irgendwas zu teuer. Danke. Dann schauen wir mal. Was passt hier nicht? Das hier vielleicht? 4000 ist zu teuer. Gut. Dann gehen wir runter mal auf 3. Da können wir das hier wieder ausstellen. Ah ja, stimmt. Nein. Das wollte ich noch schauen. 400. Ich gehe mal rauf auf 500. Und da wollte ich eigentlich das mit... Das ist schon weg. Lol. Okay. Das ist schon weg. Schon. Geh mal. Fut. Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, ich muss Sachen von hinten holen gehen. Ich bin gleich wieder da. Sofortix. So. Also, den können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Das war eigentlich ein 10er-Stack, oder? Das können wir mitnehmen. Tränke, selbstverständlich. Das können wir mitnehmen. Das. Ich nehme es einfach mit. Das ist überstellt. So, das nehmen wir mit. 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 Und das. Und das. Und das. Und dies, und dies, und dies. Jo. So. Da schauen wir mal. 300 ist zu viel. Hoppala. Na, da will ich hin. Machen wir mal mit 3,50. Oh, na, das ist verkehrt herum. Hoppala. 3,25. Ja, das ist schon besser. Und hier 3,20. Da werden wir mit 3,60 probieren. Ja. Danke für den Einkauf. So. Dann hauen wir das noch hin. Ist das nicht so viel wert? Boah, zu viel fast der Schlag. 1650, ja. ...1007 bringen wir mal. Oh, wow. Wir haben echte Schätze hier, ne? Zack. Da freut er sich, da geht er mit dem Trank wieder. Bada. Danke. So. Der nächste Trank. Aber ganz ehrlich, das tut mal keiner, ne? Aha, das ist auch noch immer zu teuer. 3000 mag sie auch nicht. Vielleicht 2,5. Was, ist schon vorbei für heute? Nee. Hört's auf. Wirklich? Jawohl, zweimal freu. Dam, dam. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Abend wünsche ich noch. So, dann können wir das noch ausstellen für nächstes Mal. Und Büchlein, würde ich sagen. So, ist 80 nur wert? Wart, echt?
Nichts wert? Puh. 400, gut, probieren wir es mit 450 dann beim nächsten Mal. So, gut. Pfiat euch, danke für den Einkauf. So, jetzt sind wir gespannt, was haben wir jetzt verdient? Ja, Stoffbanade, da haben wir freilich Verlust gemacht, ne, eigentlich. Weil ich habe die Produktionskosten nicht mit einkalkuliert. Im Großen und Ganzen 72.170. Ich glaube, es ist mir somit verziehen, ne, dass ich so ein paar Mal aus dem Dungeon mich rein und raus teleportiert habe für die paar tausend Goldmünzen, weil da haben wir jetzt echt schön abgecasht. Wahnsinn, bist du gescheit. Your fish. Sauber, hat sich das jetzt auf dem Konto gut geschrieben? Ich sehe es gerade nicht. Ja? Hat's passt? Hat er richtig gerechnet? Ich hoffe. So, schön. Dann kann ich den Rest ja schon wieder... Naja, verstecken ist falsch. Ne? Eigentlich können wir weiterverkaufen. Wir hätten echt viel Graffel noch. Zum Verscherbeln. Eigentlich. Können wir uns sofort hinlegen und weiterverkaufen. Ich glaube, das machen wir. Halt geht. Geht nicht. Gut, dann geht's nicht. Dann schmeiße ich das mal alles zurück. Hoppala. Vielleicht müssen wir jetzt ja... Ja, okay, einen 5 verlasse ich. Vielleicht müssen wir jetzt ja den neuen Dungeon einmal uns anschauen, dass das dann geht. Vielleicht. Mein Schaden könntest du ja nicht eigentlich, ne? Sauber. Ja, passt. Dann gehen wir raus. Ich will raus. Geht ja. So, Achtung, mein Ohr juckt. So. So. Dann schauen wir uns doch wirklich den neuen Dungeon an, würde ich sagen. Verzaubert haben wir den einen schon. Das halten wir wieder noch mehr aus, was mir sehr recht ist. Ja. Mal schauen. Da da da. Da 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 da. Halt, falsche Richtung. Jetzt muss ich mich umgewöhnen. Lesen. Wald Dungeon. Für Helden erlaubte Dungeon, nicht für Händler empfohlen. Was? Ich bin ein Held! Ich bin kein Händler, ich bin ein Held. Was soll denn das für ein, was ist denn das für ein komisches Schild? Die Musik ist cool. Die Waffe wechseln. Aha, da gibt es jetzt da anderen Schleim. Seht ihr das? Andere Farbe, gelb. Ah, ich glaube, ich habe schon die Zutat gefunden, um den stärkeren Trank zu machen. Ganz ehrlich, ich freue mich. Boah, die Musik ist cool. Die Musik ist toll. Ich weiß nicht, was das für ein Gegner ist, was der kann und was nicht. Halt, ich krieg aufs Maul. Das ist nicht schön, nein, nein. Na, was willst du, Blattheini? So, ist das Gift? Ja, das ist Gift. Super, das ist Gift. Aha, der kann mit seiner Ranke rundum Schläge machen. Das ist super. Das hat uns noch gefehlt. Sei bitte nicht buggy. Super. Was haben wir denn hier Schönes? Waldfrüchte. Was ist denn das? Waldfrüchte. Verschiedene Früchte, die im Walddungeon gesammelt werden. Einige sind genießbar, andere wieder nicht. Nährstoffwasser hatten wir da schon, ich glaube nicht, ne? Wasser, das jede Menge Nährstoffe für ein gesundes Pflanzenwachstum enthält. Zenon sagt ständig, es sollte nicht von Menschen konsumiert werden. Schön. Flüssigkeitsgefäß. Kennen wir auch noch nicht. Solch kunstvolle Designs für etwas so Einfaches. Ein einfacher Behälter, um verschiedene Flüssigkeiten und Substanzen zu mischen. Schön. Lebenssaft kennen wir schon. Lichtessenz kennen wir, glaube ich, auch, oder? Erscheint zunächst uninteressant, aber als ich meine Haut damit bestrichen habe, fing sie an zu glühen. Reagiert wahrscheinlich auf lebende Organismen. Genau, pure Säure, das kennen wir noch nicht. Pure Säure, ich weiß nicht, was mich geritten hat, zu versuchen, dieses Zeug zu sammeln. Zersetzt beinahe alles.
Die Starkblätter kennen wir auch schon. Die Blütenblätter kennen wir auch. Florafleisch kennen wir auch schon. Sehr gut. Ah, voll die Kiste. Nein. Wilder muss noch Blut looten. Zerstört bei Rückkehr diesen Gegenstand. Das werden wir nicht zulassen. Du kannst dich gleich hierhin platzieren. So, was haben wir hier? Zerstört bei Rückkehr diesen Gegenstand. Das werden wir auch nicht zulassen. Du setzt dich dahin. So, dann haben wir hier noch Nährstoffwasser. Zerstört bei Rückkehr diesen Gegenstand. Boah, da ist viel, was kaputt gehen kann, ne? So, dahin mit dir. Passt. Dam, dam, da, 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 dam. Ich bin vergiftet, ich arme Sau. Ich bin vergiftet, ich arme Sau. Vergiftet, Gift, 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 ich arme Sau. La, la. Da geht's nicht mehr weiter, ne? Ich schau mal kurz runter. Da ist was. Ein Buch. Oh je, wir wissen alle, was das bedeutet. Ein Buch. Ein Buch? Muss ich erst looten, ne? Waldgeschichte 1. Wir waren eine intelligente Spezies. Bis die Nahrung knapp wurde, dachten wir, oder was wir? So gemeint? Als also die Nahrung knapp wurde, dachten wir, Wissenschaft wäre die Lösung. Aha. Ja. Da ist er schon. Und wir hauen ab, meine Lieben. Oder auch nicht. Doch, geht sie aus. Wunderprächtig. Wunderprächtig. Ich werde jetzt nicht die zweite Ebene suchen. Ich will mir nämlich Zeit lassen mit dem Erkunden. Und wir werden hier ganz viele Items sammeln, damit wir auch unsere Rüstung verbessern können. Jo. Das heißt, ich ziehe mal das Weite. Außerdem haben wir so viel gelumpert, was wir noch verkaufen müssen. Also werden wir, glaube ich, jetzt wirklich ein bisschen mehr uns auf den Laden konzentrieren. Wie unser lieber Opi da schon gesagt hat. Dieses gelbe Gelee behalte ich gleich mal auf. Ich traue mich wetten, da kann ich den stärkeren Trank damit brauen. Also die Waldgegenstände lassen wir mal. Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Das natürlich und das auch. Selbstverständlich das hier. Das und das und das und das und das und das, dieses, jenes. Sowieso nehmen wir alles mit. So, dieses und jenes und das und das. Und fertig sind wir. Okay. Für Sale habe ich jetzt derweil, glaube ich, nichts. Ist ja wurscht, ne? Muss nicht immer Sale sein. Also werden wir jetzt verkaufen. So, bitte hereinspaziert, wir haben wieder feinste Ware für Sie. Bitte bedienen Sie sich. Außer die Diebe, die können gern draußen bleiben. So. Ja, ja. Bitte kommen Sie, bitte bestaunen Sie. Alles Top-Ware. Und da ist schon der Dieb. Ich habe ihn heraufbeschworen, ich bin selber schuld. Ram, bam, bam, dam, taram, dam, dam, taram, dam. Ich hätte den Bart beenden sollen, bevor wir da angefangen haben, den Laden zu öffnen. Wäre unter Umständen schlauer gewesen. Zack. Und da haben wir ihn schon wieder. Nanu? Mein Item? Hallo? Item? Achso, ich bin doof. So. Jetzt geht's, ne? Jawohl. Also. Nein, das will ich nicht. So, das will ich. Das will ich und das. So, sind wir da mit 2000 noch dabei? Ja, das hat sich noch keiner interessiert. Ja. Ikimshu, danke für den Einkauf. So. Danke für den Einkauf. Vielen Dank. Ich hoffe, unser Geldsackel ist nicht zu klein. Das wäre übel. Das wäre richtig übel. So, dann Trank haben wir drin. Da würde ich sagen, das Büchelein. Stoff sammer gut dabei. Ich würde aber sagen, machen wir so mal. 400 sind wir gut dabei. Dann machen wir 450, dass wir auch die anderen Preise freischalten können. 600 ist scheißlich. Dann machen wir so 550. Und hier ist wie immer alles super. Passt. Dankeschön. So, dann schauen wir uns mal den Gürtel an. Den hat dem Helden, glaube ich, nicht gefallen. Ne? Dann würde ich sagen, machen wir so. Und so, das Item hatten wir schon länger nicht mehr. Da traue ich mich auch auf 111 zu gehen. Und da
2000, passt noch immer, ne? Ja, 60, ja. Danke für den Einkauf. Während sie uns bald... Warte, das ist noch immer zu teuer? Hör auf! Banause! So, den nehmen wir mit. Da traue ich mich, glaube ich, auch auf 111 zu gehen. Die haben zum Glück immer die meisten dieselben Preise, ne? Dankeschön. Die sind immer noch zu teuer. Alter, diese Helden machen einen fertig. Haben die Tränke zu viel gekostet, oder was? So, 5000. 300. Bitte was? Wie komme ich da auf 300? Ach so, deshalb. Passt ja alles. 325 möchte ich hier haben. So, da hat sich gerade irgendwas verschoben gehabt. Das hätte ich erschrocken. Jetzt dachte ich, warum ich so einen hohen Preis ansetze, bin ich wahnsinnig. Ja. Dann kommt der nächste Held. Dankeschön. So. Und da verkaufen wir gleich das nächste. 112. Ich würde auch sagen, 111 nehmen wir hier. Schauen wir mal. Ah, ein Dieb. Ich bin wieder auf der Lauer. Du Dieb. Du Dieb, du. Ja, ich sehe dich. Du Gauner. Das ist dem 5000 auch noch zu viel. Unglaublich. Boah, aufpassen. Ich hab dich. Ja, ich tu schon. So. Also. Das tun wir gleich mal hier hin. Dann tun wir hier 500 weniger. Keine Ahnung, was mit den Leuten alles ist. Ich sollte da alles herschenken am besten. Da wäre wirklich besser, die Materialien einzeln zu verkaufen, ne? Ehrlich gesagt. So. Bin schon da. Nein! Hoppala. Oh, es hat gezählt, Gott sei Dank. So, danke schön. Danke schön. Wiederschauen. So. So, für die Helden, dann sowas. Jetzt sind wir bei 3,20, ist gut. Dann tun wir hier 2,60. 2,70 machen wir. Oder? 2,60 hatte ich immer noch, ist egal. Wow, er hat es genommen. Wahnsinn. Danke. Unglaublich, dass man das noch erleben darf. Was, wie? Dem ist das zu teuer? 2000 ist ihm zu viel, okay. Machen wir 1500. Schauen wir, ob es besser ist. Und das da. Hatten wir schon die... Nein. 3,25. So. Dankeschön. Dankeschön. Boah, wir schwimmen gleich in Kohle, ne? Jetzt können wir es mal ein bisschen ausgeben, dann auch schön langsam. So, 25, da habe ich mich getraut, auf 27 rauf zu gehen. Da unten können wir wieder was hinstellen. Da ist schon alles leer. Halt, da. So. Danach, halt das. Ja, da würde ich halt. So. Genau. Da können wir auf 70 gehen, ne? Ja. Dann werden wir wohl den Preis freischalten. Dankeschön, auf Wiedersehen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Wer bist denn du? Ist das ein Kind? Ist das ein Held? Was ist denn der kleine Mann da? Oh, ein Dieb! Ein Dieb. Ich glaube, ich spinne. Der hätte es nie für einen Dieb gehalten. Oh, jetzt fangen die schon Kinder an zu stehlen. Oh, was für eine grausame Welt. Was für eine grausame Welt. Ich tue es ein bisschen billiger. Ich glaube, das kriege ich nur Ärger, ne? Was für eine grausame Welt, ehrlich wahr. Boah, da wird es einem anders. 1500 müsste passen. 325. Halt. So. Danke für den Einkauf. Danke für den Einkauf. Danke für den Einkauf. Ebenfalls Dankeschön. Servus. So. Dann, was haben wir hier noch drinnen? Das ist eigentlich das Falsche. Wollte ich die untere öffnen. Tränke. Wichtig. Tränke. Wichtig.
noch mehr Tränke wichtig. So. Dann wäre schon bald gut, wieder zusammenzurotten, ne? Weil da drüben haben wir wieder ein bisschen was. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das, das. Das nehmen wir mit, das, 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 das. Dieses und jenes und das auch und das auch. So, wird sich halt wahrscheinlich immer ausgehen mit dem Verkauf, aber wir probieren es. So, Trank, das und diese Dinger. 60, ja, weiß ich noch nicht, das müsste passen. 80 wissen wir noch nicht, 50 wissen wir auch noch nicht, gut. Ui, da freut sich auch wer. Dankeschön. Dankeschön. Boah, da hat sich jetzt auch wer gefreut. Den Stahl mit, nein, mit 25, ne? Ja. So. Ja, das war's wieder für heute, oder wie, ne? Ja. Gut. Mit Überlänge, so muss das auch schauen. Ich glaube, heute haben wir nicht so viel verdient wie letztes Mal mit die 71.000, aber 47.000. Das ist ja auch super. Schön. Sehr, sehr gut. Passt. Dann beenden wir den Part hier und im nächsten werden wir schauen, ob wir unser hart verdientes Geld ein bisschen ausgeben können und werden weiter den Walddungeon erkunden. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!